Ja, herzlich willkommen zu einem neuen App-Review. Heute zeige ich euch wieder eine App, die momentan kostenlos ist. Das heißt, die kann innerhalb von ein paar Stunden wieder Geld kosten. Also müsst ihr wieder schnell dabei sein. Die heutige App heißt Live TV. Mit dieser Applikation lassen sich nicht nur die Echtzeitquoten der aktuellen TV-Programme einsehen, sondern man hat auch die Möglichkeit, die Livestreams von Arte, ZDF Info, dem WDR und Co. live auf dem iPhone zu sehen. Dafür klickt man einfach hier rechts auf diesen blauen Stream-Button und kann dann relativ schnell und einfach das Programm der Öffentlich-Rechtlichen verfolgen. Die App ist standardmäßig für 1,79 zu haben. In den vergangenen Wochen gab es sogar einen Einführungspreis von 89 Cent. Und momentan, ja, für wenige Stunden könnt ihr die App sogar kostenlos herunterladen. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und überall dort, wo ein Stream-Button zu sehen ist, könnt ihr euch live in das Programm reinklicken. Ich zeige euch das mal. Und hier unten kommt ihr zurück zu den Quoten. Wenn ihr hier unten switcht, könnt ihr auch im Hintergrund das Ganze laufen lassen. Ja, dann blinkt das hier an der Seite, dann wisst ihr, aha, ich habe da noch einen Stream laufen. Momentan habt ihr da wirklich nur eine kleine Auswahl von Streams, also N24 zum Beispiel, die eigentlich auch einen Online-Stream haben, sind hier gar nicht mit aufgeführt. Vox, RTL, Sat1 bieten ja auch auf ihrer Website keinen eigenen Stream an. Ob man da noch was erwarten darf, ob der Entwickler da vielleicht noch mit den TV-Sendern eine gemeinsame Ebene finden wird, ja, das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Eine App, die wirklich fantastisch aussieht, auch wirklich ein bisschen Spaß macht, gerade wenn man auf die öffentlich-rechtlichen Programme steht, ja. Einfach mal herunterladen. Bis bald, euer Chris. Tschüss.